So, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute nichts zum Thema Auto, sondern einfach, ich wollte euch frohe Weihnachten wünschen allen, schöne Weihnachtstage. Es war ein schönes Jahr, finde ich, für uns. Vielen Dank für den Support, was ihr für uns tut. Danke für die tollen Kommentare. Wirklich, ich freue mich wirklich sehr, wenn ihr meine Videos kommentiert. Ich versuche alle zu beantworten. Manchmal klappt das nicht, ja, weil ich ein bisschen zeitlich beschränkt bin. Vielen Dank für die Tipps, die ich hier über Nachrichten oder über Kommentare bekomme. Mit dem Mikro oder das, ja, mit den Kameras, was wir verwenden sollen oder wie wir verwenden sollen. Ja, vielen Dank. Wir versuchen uns wirklich vom Tag zu Tag zu verbessern. Ja, wir sind keine Profis in puncto Videoaufnahmen oder Videobearbeiten, aber wir machen oder versuchen das Beste daraus zu machen. Wie schon gesagt, ich wollte ja keine professionellen Videos drehen, sondern einfach wirklich ganz einfache, simple Videos drehen, damit das nicht heißt, dass das irgendwas bearbeitet ist oder sonstiges. Ja. Ich wollte mich auch bedanken bei sehr, 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 sehr vielen Menschen, die mich dieses Jahr unterstützt haben. Ja, dazu gehört der JP Performance. Die ganze Firma hat mich wirklich sehr unterstützt dieses Jahr. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, sag ich mal so. Wir haben was für JP Performance gebaut. Die haben uns geholfen, die Videos hier zu drehen. Ich wollte es gar nicht, ja. Ich habe jetzt 19 Jahre, bin ich selbstständig mit der Pürsein GmbH und ich wollte nie vor der Kamera. Ich habe mir immer gedacht, wer will denn sowas sehen eigentlich, ja? Mich will keiner sehen, habe ich mal zum Topier gesagt. Aber er meinte, Andreas, du kommst sehr sympathisch rüber, die Leute mögen dich, ja. Und so kam es, dass ich mein erstes Video gedreht habe dieses Jahr und es kam gut an. Finde ich wirklich toll. Vielen, vielen Dank an jeden, der mich abonniert hat, an jeden, der meine Videos guckt, ob der einen Daumen runter macht oder Daumen hoch. Vielen Dank. Ich sage immer, was mich nicht umbringt, macht mich stark. Also wirklich vielen Dank an alle. An die Jungs von H&R, vielen, vielen Dank. Da wollte ich mich auch noch bedanken. Die haben mich auch sehr unterstützt dieses Jahr. An Sascha, der die Videos für uns so ein bisschen schneidet. Wollte ich mich auch bedanken. Vielen Dank nochmal an die ganzen Fans, die zu der Essener Motorshow gekommen sind. Ja, und ich war sehr überrascht, dass die Leute mich wirklich an dem ersten Wochenende nach einer Autogrammkarte gefragt haben. Ja, ich fand es sehr lustig, aber wo es wirklich sehr, sehr, sehr viele kamen und eine Autogrammkarte haben wollten, hat mein Team mir eine Autogrammkarte gemacht. Ich finde es lustig, weil ich bin das gar nicht gewohnt, aber schön, freut mich wirklich sehr, dass ich so viele Bilder machen durfte mit euch auf der Essener Motorshow. Vielen Dank nochmal an das ganze Team von der Essener Motorshow, auf Herr Sawatzki, der hat mich wieder überredet, dieses Jahr dabei zu sein. Vielen Dank nochmal, ich bereue keine Sekunde. Nächstes Jahr sind wir wieder dabei. An Benny von Audi Schauerte in Plettenberg wollte ich mich auch noch bedanken für die tolle Zusammenarbeit. Ganz besonders wollte ich mich noch bedanken bei dem Robert Geis, bei der ganzen Familie. Es war ein schöner Beginn, was wir jetzt machen. Ja? Wir werden mit dem Robert Geis sehr, sehr ja, viele Autos umbauen und uns gegenseitig unterstützen und supporten. Vielen Dank nochmal an den Nico, der Bodyguard von den Geissens. Vielen Dank, mit dir ist das immer lustig. Immer wieder lustig, ja. Und ich freue mich auf die kleine Party, die wir wieder gemeinsam im Januar mit der Familie Geis zusammen starten. Wir sind nämlich am 8. bis 12. Januar auf eine Party eingeladen worden von dem Robert. Und darüber werden wir auch berichten. Ja. Es wird auf jeden Fall lustig. Wirklich. Bleibt dabei, abonniert mich. Dann könnt ihr nichts verpassen. Vielen Dank nochmal an mein Team, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Alle, die mich unterstützt haben, hier während der Motorshow Essen, während ich unterwegs war auf den ganzen Messen. Ich bin sehr oft unterwegs, ja, im Jahr und bereise die ganze Welt. Viele sagen schön, für mich ist das sehr, sehr anstrengend, aber irgendwo macht das sehr Spaß, weil ich mache das ja mit Leidenschaft, ja. Ich mache nichts, was ich nicht mag. Also im Prinzip alles, was ich mache, ja, ob die Videos jetzt oder die Bodykits oder Designs für andere Firmen oder was auch immer.
ist alles das, was ich wirklich vom Herzen liebe. Deswegen klappt das irgendwie und funktioniert. Ja. Danke an den Steven von der Firma Artform, Wills für den Support, an Borbert, an dem Thomas Schröder. Mit dir ist das immer wirklich super, super lustig. Ja. Ich freue mich schon, dass wir gemeinsam am Wörthersee zusammen einen Stand haben. Ich freue mich wirklich an Hadi. Vielen, vielen lieben Dank, Hadi, für den Support. Christian, Janik, wirklich von der Firma H&R, wirklich ganz, 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 ganz toll. Vielen Dank an David von Pure Energy. Vielen Dank, dass ich auf der Essener Motorshow die Präsentation bei dir auf dem Stand machen dürfte, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Ich denke mal, nächstes Jahr werden wir das verdoppeln und wirklich alles, wie sagt man das, nach oben explodieren. Ja, also nächstes Jahr auf der Essener Motorshow sind wir wieder dabei und machen das wirklich sehr, 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 sehr groß. Ja, und lasst euch überraschen. Ein Danke geht noch an Errol von der Firma Keskin, ein wirklich ganz, ganz, ganz lieber Mann, der mir ans Herz gewachsen ist und ja, ein persönlicher Dank, ja, an Jean-Pierre von JP Performance. Ich danke dir wirklich für alles, wirklich, wirklich von Herzen und ich wünsche euch wirklich allen einen schönen Weihnachtsfest, frohe Weihnachten, schöne Feiertage. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ne? Bleibt wie ihr seid. Ich liebe euch. Bis dann. Ciao.